Eins haben die versammelten Journalisten heute gelernt. Zu einer Buchvorstellung von Andre Agassi sollte man nur dann gehen, wenn man sein Buch auch wirklich gelesen hat. Diese Regel gilt vor allem auch dann, wenn man vorhat, eine Frage zu stellen. Eigentlich ein bisschen übertrieben, denn hier auf der Pressekonferenz wird der einstige Tennisstar wohl nicht sein Leben aufarbeiten wollen. Er will Werbung machen für sein Buch, damit es in der Kasse klingelt. Doch trotzdem ist Andre Agassi anders als andere Promi-Buchschreiber. Er packt schonungslos aus. Agassi redet über seine Drogensucht, erzählt, wie sehr er Tennis bis zum 27. Lebensjahr gehasst hat und wie schwer es war, vom Vater zu diesem Sport gezwungen worden zu sein. Eine Offenheit, die ihm viele übel genommen haben. Viele Kritiker fangen mit den Worten an: Ich habe das Buch zwar nicht gelesen, aber ich denke. Doch deren Meinung ist unerheblich, denn sie haben es ja nicht gelesen. Von den 25 Fotografen und 12 Kamerateams haben aber einige das Buch gelesen. Die gnadenlose Abrechnung mit der Welt des Tennis. Eine Sportart, wo man Egozentriker sein muss, um zu überleben. Genauso egoistisch war sein Vater, der ihn als Teenager zum Tennis gezwungen hat. Für den achtfachen Grand-Slam-Sieger trotzdem kein Grund, ihn zu hassen. Er will mit den Geschichten aus seinem Leben eher aufzeigen, dass ein jeder Mensch sich immer und überall gründlich überlegen sollte, ob er sich Zwängen unterwirft. Aber genauso prangert er auch diejenigen an, die den Druck ausüben. Als ich 13 war, wurde ich von zu Hause weggeschickt in eine Tennisakademie, die ich eher als Gefängniscamp bezeichnen würde. Die konkurrierenden Kinder wuchsen ohne psychologische Betreuung auf. Ich rebellierte gegen diese Umgebung und der einzige Weg daraus war, erfolgreich zu sein. Dann befand ich mich plötzlich auf einer Weltbühne, weiterhin wie ein Teenager am Rebellieren. Außer, dass nun die Welt bestimmte, wer ich bin, über mich urteilte und mich kritisierte. Und kritisiert wird sein Werk vor allem von Boris Becker und Pete Sampras. Für Agassi nichts Neues. Als er von 1986 bis 2006 Tennis spielte, war es auch der Besenkammer Boris, der ihn in aller Öffentlichkeit kritisierte. Bei einem gemeinsamen Bier auf dem Oktoberfest in München darauf angesprochen, sagte Boris zu Andre: Ich muss dich kritisieren, schließlich kann ich gegen dich nicht gewinnen. Eine Einstellung, die vielleicht auch noch heute gilt. Und so bleibt zum Schluss nur noch eins anzumerken. Glauben Sie nicht das, was wir Ihnen in den letzten 2 Minuten gesagt haben. Lesen Sie das Buch und bilden Sie sich selbst eine Meinung. Nur eins steht fest, Andre Agassi wird das mit Sicherheit freuen.